Irgendwann endet auch der schönste Sommer. Die Tage werden kürzer, die Schatten werden länger, der Wind weht rauer. Die Blätter der Bäume färben sich bunt und Morgennebel macht sich breit. Dann ist es Zeit, aufzubrechen. Im Norden Europas, in Schweden und Finnland, in den baltischen Staaten und im Osten Deutschlands machen sich Abermillionen Zugvögel auf den Weg zum Überwintern nach Südeuropa oder Afrika. Dafür gibt es zwei feste Routen, den baltisch-ungarischen und den westeuropäischen Zugweg. Das Elbe-Weser-Dreieck ist ein riesiges Rastgebiet für die Zugvögel. Allein die Kraniche stellen über eine 250.000 Besucher. Das Ahlenmoor zwischen Wanner und Bederkesa bietet in einem weitläufigen Naturschutzgebiet rund um den Dahlemer See eine weitgehend von Menschen ungestörte Rast. Gleiches gilt auch für die Salzwiesen an der Wurster Nordseeküste und das riesige Naturschutzgebiet links und rechts der Ostermündung. Zu den wichtigsten Rastplätzen gehört das südlich von Sittensen gelegene Tister Bauernmoor an der oberen Oste. Das Zentrum dieses Rastgebietes bilden die Schlafgewässer. Den Tag verbringen die Vögel vor allem mit der Nahrungssuche. Die Kraniche finden insbesondere auf abgeernteten Maisfeldern reichlich Futter, während die Gänse auf den Wiesen grasen. Kraftreserven sammeln für den langen Flug, dem nicht alle Tiere überleben werden. Zum Ende des Tages kehren die Vögel bis zum letzten Abendlicht zu den Wasserflächen zurück. Hier, in den seichten Wasserflächen, sind die Zugvögel sicher vor Bodenfeinden wie Fuchs oder Wildschwein, nicht aber vor Fotografen. Morgens kommt kurz vor Sonnenaufgang Bewegung in die Vögel. Sie erwachen, putzen sich und verlassen dann mit lautem Rufen und Trompeten truppweise das Moor. Dann beginnt ein neuer Tag mit Nahrungssuche für den langen Flug in den Süden. Abends fährt die alte Feldbahn mit der Diemer vorweg zur Vogelbeobachtung ins Moor. Ziel sind zwei Beobachtungstürme, von denen aus sich das Spektakel der Vogelversammlung gut beobachten lässt. Zeit sollte man im Gepäck haben und ein Fernglas. Und irgendwann, eines Morgens sind sie weg, auf der langen Reise in den Süden.